Um das Aufräumen geht weiter. Diesmal geht es um Bauanleitungen. Ich habe ja, wie in einem anderen Video vorgestellt, jetzt etliche freie Stapelboxen und auch Unmengen an Anleitungen, nämlich unter anderem der Stapel hier. Der ist einen halben Meter in etwa hoch und recht instabil. Bedingt des Lichtes sind die Aufnahmen nicht sonderlich schön. Das werde ich jetzt umräumen und in eine Box einsortieren. Das wird als Zeitrafferaufnahme für euch verfolgbar sein. Genau, die hänge ich jetzt gleich an und dann melde ich mich gleich wieder zurück bei euch. Also, bis gleich. Und Zwischenstand Nummer 1. Was ist geschehen? Bisher nicht viel. Ich habe den Schrank ausgeräumt. Aber es ist doch Wahnsinn, was alles in den kleinen Schrank reinpasst. Jetzt haben wir hier drei Stapel in unterschiedlicher Höhe. Überwiegend Eisenbahn und modulare Gebäude, aber nicht nur. Genau. Und die Boxen, die Anleitung, genau, so rum, sollen jetzt Stück für Stück in Boxen. Sind im Übrigen auch relativ schwer. Ich könnte also auch eine 64-Liter-Box befüllen, aber ich glaube, das wird so schwer werden, dass man die kaum noch bewegen könnte. Also räume ich Stück für Stück ein paar der Anleitung ein und mache wieder eine Zeitrafferaufnahme davon. Also bis gleich erneut. Ein kleines Zwischenfazit. Zwei Boxen sind es geworden, aber es kommt relativ genau hin. Wie habe ich denn das jetzt aufgeteilt? Stapelweise mit einer Systematik. Hier liegen die Anleitungen aus den 90ern, überwiegend Eisenbahn, plus ein paar andere besondere Bücher, wie zum Beispiel vom Weihnachtszug. Genau, ab hier die Anleitung aus den 90ern. 2000er, also die ganzen 9 Volt Modelle und obendrauf zwei Lego Bücher, einmal der Lego Motor und einmal das hier, vier Baum mit Lego. Oh, hier sind sogar noch ein paar Anleitungen drin. Genau. Hier vor allem vom 60197 Personenzug 2018, davon habe ich Unmengen. Ein paar flexible, hier insbesondere Züge, vorwiegend die City-Züge 2006 bis 2020. Und hier so ein paar kleine Heftchen. Genau, das soweit in aller Kürze. Und
Und hier ist die Systematik, modulare Gebäude. Dann hier so vorwiegend Creator-Sets, nicht komplett konsistent durchgehalten, die auch noch ein paar Creator-Sachen. Und dann, was mir gar nicht mehr bewusst war eigentlich, weil ich das war schon ewig nicht mehr geschehen, hier ein ganzer Stapel an Anleitungen von Lepin und ähnlichen Herstellern. Zum Beispiel die Lepin-Variante vom Mehrsbezug. Hier nochmal. Ja, und dann hier Smaragd Express, den Horus Horizon Express und genau einige modulare Gebäude. Nochmal Smaragd Express. Das Gebäude steht sogar hier vorne noch. Spieldorfer, Feuerwehr, Kaffee Corner. Genau, so im Wesentlichen das System. Ich könnte jetzt natürlich alle Anleitungen nochmal im Detail durchgehen. Wenn euch das wirklich interessieren sollte, schreibt es mir gerne. Ich mache das jetzt mal nicht, weil es jetzt nur um den Sondierungsprozess an sich ging. Ansonsten können wir auch gerne mal ein Video machen, Überblick über all meine Anleitungen. Ich habe jetzt diese beiden Boxen, darüber hinaus noch eine, die komplett voll ist und dann noch ganz frühe 6 Ordner. Da sind auch vorwiegend Lego-Kataloge drin und Anleitung der ersten Eisenbahnmittel. Das Einzige, was hier noch ein bisschen doof ist, die schiebe ich nochmal dahin. So, dann ist das eigentlich ganz gut. Hier ist diese Lücke, das heißt, die Anleitung könnten in der Box hin und her rutschen. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Da gilt es nochmal zu überlegen, womit ich die Lücke sinnvoll auffüllen könnte. Die Boxen sind natürlich deutlich schwerer als andere. Deswegen wieder ganz nach oben unter die Decke wäre keine gute Idee. Das wird dann doch gefährlich werden. Zumal da stehe ich auf Zehenspitzen und komme gerade auch nur noch mit den Fingern ran. Und wenn dann so eine schwere Box aus 2,35 Meter, glaube ich, außer Kontrolle gerät, könnte gefährlich werden. Na gut, genug des Gerätes erstmal für heute. Dann danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Feedback da. Gut, als Randnotiz noch, heute ist Sonntag, der 31. Februar 2021, dass ihr mal so ein Gefühl bekommt, ja, ich lade alles mit Zeitverzug hoch. Aber nur mal so am Rande, dass ihr einschätzen könnt, wie hoch ist denn überhaupt der Zeitverzug, mit dem ich Videos hochlade. Okay, das war's dann fürs Erste erstmal. Danke, dass ihr dabei wart und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.